Er stellte sich sogar hin und sagte, impft die Menschen, um die Bevölkerungszahl zu senken. Auf der linken Seite steht das CO2, das wir auf Null senken wollen. Also muss eine der Zahlen auf der rechten Seite ziemlich weit gegen Null gehen. Das ist einfache Mathematik. Schauen wir auf den ersten Faktor, die Bevölkerungszahl. Wenn wir bei den Impfstoffen, Gesundheitsversorgung und Schwangerschaftsgesundheitsversorgung wirklich gute Arbeit leisten, können wir diese Zahl um etwa 15% senken. Das ist so unglaublich abstoßend. Und heute ist er der Hauptfinanzier von genmanipulierten Feldfrüchten, die auf der ganzen Welt angebaut werden. Und in jeder Studie, die über genmanipulierte Feldfrüchte durchgeführt wurde, fand man heraus, dass sie in der ersten Generation bei Mäusen und Meerschweinen und anderen Nagetieren, wie Hasen, massiv die Fortpflanzungsfähigkeit verringern und innerhalb von 3 Generationen zu völliger Unfruchtbarkeit und bizarren Deformationen, verschrumpelten Sexualorganen und zu im Maul wachsenden Haaren führen. Das geht weit über bizarr hinaus. Bei genmanipulierter Soja tauchten die Probleme nicht in der ersten Generation auf. Die zweite Generation wuchs langsamer und war weniger widerstandsfähig. Aber bei der dritten Generation traten die Folgen in ihrer ganzen Krassheit zutage. Fast alle der Erwachsenen hatten die Fähigkeit zur Fortpflanzung verloren. Und wenn wir Monsanto betrachten, das mehrheitlich Bill Gates gehört, dieselben Leute, die uns Agent Orange und andere Dinge gaben, sehen wir, dass sie in den firmeneigenen Kantinen und Restaurants nichts Genmanipuliertes haben. Und dann sehen wir, dass Bill Gates und die Rockefeller Foundation unterirdische Bunker für nicht infiziertes, nicht genmanipuliertes Saatgut in der Arktis und an anderen Orten bauen. Sie sind besessen von riesigen Farmen, die all ihre Nahrung produzieren, die sie essen. Das Vieh wird nur mit Bio-Nahrung gefüttert. Und wo immer sie dann auch hingehen, wird diese Nahrung mittransportiert und ihre eigenen Köche bereiten ihre speziellen Mahlzeiten zu. Aber es kommt noch schlimmer. Monsanto, das seine Leute überall in der Administration hat, bringt neue Regelungen heraus, dass man sie nicht einmal mehr informieren muss, wenn man ihnen genmanipulierte Nahrung verkauft, das eigentlich dafür designt wurde, ihre Organe zu zerstören, sie unfruchtbar zu machen und ihnen Krebs zu verpassen. Also, sie selber wollen es auf ihrem eigenen Firmengelände in ihren Monsanto-Restaurants nicht essen. Und Bill Gates wird es nicht essen. Auch nicht die Königin von England, eine bekannte Eugenikerin, wird es nicht essen. Auch nicht Prinz Philip, der gesagt hat, er will 80% von euch tot sehen. Sollte ich wiedergeboren werden, hoffe ich, als ein Killer-Virus, um die Bevölkerungszahl zu senken. Prinz Philip. Die Queen ist besessen von Rohmilch, aber in den USA, Kanada und England werden die Amish und andere verfolgt, wenn sie es herstellen und an ihre Nachbarn verkaufen. Und auch die kommunistische Führung in China, die offen beim Eugenikprogramm mit den Globalisten mitmacht. Im Tausch für Entwicklung verringert sie die eigene Bevölkerungszahl. Ihre ZK-Mitglieder sind besessen von nichts anderem als von reiner und genfreier Nahrung, während sie der eigenen Bevölkerung Gennahrung aufzwingen. Es geht alles nur darum, die Menschen zu sterilisieren und ihnen Krebs zu geben. Und die Statistiken und Zahlen lügen nicht. Sie bauen sterilisierende und krebsauslösende trojanische Systeme in allen genmanipulierten Nahrungsmitteln ein und führen ein geheimes Genozidprogramm durch. Es gibt noch so viele Beispiele, bei denen die Elite uns vergiftet, während sie ihren eigenen Dreck meidet. Nur ein Beispiel, und das ist Deutschland. Und natürlich passiert das überall auf der Welt. Vor ein paar Jahren kam heraus, dass die deutsche Regierung und die Militärführung sich weigerten, die H1N1-Impfung zu nehmen. Also produzierte Big Pharma einen sauberen oder Zitat sicheren Impfstoff für sie. Und natürlich kam heraus, dass der H1N1-Impfstoff weitere Zusätze beinhaltete und eigentlich ein trojanisches Pferd zur Bevölkerungsdezimierung war. Auch kam bei Impfprozessen heraus, dass bei einem Test Obdachlose getötet worden waren und sogar Neugeborene. Ich sah schon vor einem Jahrzehnt Berichte über ein geheimes Treffen der Center for Disease Control. Und der Kongress verlangte nach den Dokumenten. Das ist der Grund, warum wir sie heute haben. Und die Führung der CDC sagte den eigenen Leuten, lasst euch nicht impfen. Es führt zu Gehirnschäden, aber sagt es nicht der Öffentlichkeit.
Sie haben gelernt, als Hitler seine Männer in schwarzen Uniformen aussandte, um Menschen vor Gruben zu erschießen. Das war ein bisschen zu offensichtlich. Jetzt tötet man sie langsam. Und wenn sie dann in eines der von Rockefeller kontrollierten Krankenhäuser gehen, saugen sie all ihre Ersparnisse aus ihnen heraus. Und die Globalisten haben das alles angekündigt. Nahrung, Impfstoffe und Anordnungen werden uns unter die Fuchtel der Globalisten zwingen. Unsere Spezies ist unglaublich. Wir sind dynamische Geschöpfe. Wir haben die Raumfahrt entwickelt. Klassische Musik, Literatur, Dicht- und Filmkunst. Und jetzt kontrollieren diese Psychopathen die Medien und erzählen uns, wie schlecht Kinder seien, wie armselig wir seien, dass wir Abschaum wären, dass wir keine Helden hätten, dass es keine Guten gäbe, so dass wir einfach einknicken und ihnen die Welt überlassen. Es ist einfach nur abstoßend. Der ultimative Machttrip von Ted Turner, Bill Gates, David Rockefeller, Menschen wie George Soros, Oprah Winfrey, die an einem geheimen Treffen in New York teilnehmen, um darüber zu reden, wie man zwangsweise die Bevölkerungszahlen reduzieren könnte. Und als der Artikel herauskam, versuchten sie ihn zu unterdrücken. So viel Geld, so viel Macht an einem Tisch wirft die Frage auf, was haben sie getan? Was haben sie besprochen? Totale Weltherrschaft? Diese Gruppe sprach über 6 Stunden lang über Wohltätigkeit, Bildung, Katastrophenhilfe und globale Gesundheitsfürsorge. Genau die Leute, die den ganzen Tag darüber reden, dass sie uns alle umbringen wollen, leiten die globalen Programme, die dafür sorgen, dass unsere Kinder all die Impfungen bekommen und Gennahrung essen. Noch offensichtlicher geht es nicht. Das ist nicht 2 plus 2 gleich 4. Das ist 1 plus 1 gleich 2. Das ist so lächerlich offensichtlich. Es war der Eugeniker Adolf Hitler, der sagte, je größer die Lüge, desto eher werden die Menschen sie glauben. Und als ich das als Teenager zum ersten Mal las, verstand ich es nicht. Aber je mehr ich lernte, desto mehr erkannte ich, wie wahr dieser Spruch ist. Wenn man einmal aus einer autoritären Position heraus eine riesige Lüge erzählt, wie zum Beispiel Ted Turner, Rockefeller oder Bill Gates, und wenn ihnen die Politiker und die Bevölkerung diese Lüge abkaufen, stecken alle mit drin und geben der Lüge mehr Macht. Was ist mit der Verbindung zu Autismus zum Beispiel? Nun, es ist bereits gezeigt worden, dass Dr. Wakefield absolut falsche Daten benutzt, dass er finanzielles Interesse bei einigen Gerichtsprozessen hat. Er schuf ein falsches Papier und das Journal gab es heraus. All die anderen Studien zeigten immer und immer wieder überhaupt keine Verbindung. Es ist eine absolute Lüge, die tausende Kinder getötet hat. Und dann ist es sehr schwer, diese Lüge umzukehren, weil sie so viel Schwung aufgenommen hat und der Öffentlichkeit erzählt wird, wenn sie sich gegen diese Lüge erheben, wird das ganze Kartenhaus zusammenbrechen. Meine Freunde, wir müssen dieses Kartenhaus einreißen. Wenn es nicht einstürzt, sind wir ruiniert. Die meisten von uns sind bereits wandelnde Tote, die seit ihrer Geburt fluoridgetränktes Wasser trinken, das das Gehirn angreift. Wir bekamen Impfungen, wir wurden mit Gennahrung gefüttert. Es ist unmöglich, es von einem fernzuhalten, außer man ist ein Millionär mit eigenen Farmen und privaten Köchen, die dir hinterherfliegen und für dich kochen. Der einzige Weg, diese Leute zu besiegen, ist, ihre eigenen Statements zu lesen und zu erkennen, dass es eine große Lüge ist. Wenn ein schwarzer Tod auf der Welt ausgebreitet werden könnte, einmal jede Generation, könnten sich die Überlebenden frei fortpflanzen, ohne die Welt zu übervölkern. Bertrand Russell. Das sind kranke Kontrollfreaks, die die Menschheit so sehr hassen, dass sie jede freie Minute darüber nachdenken, wie sie eine Weltregierung einführen, sodass sie uns und unsere Familien ausrotten können. Mein Gott, ihr Plan ist so entsetzlich. Sie denken, wir wären zu dumm, um zu erkennen, was sie bereits tun und uns zu erheben. Bist du Abschaum, der es verdient hat zu sterben? Wirst du ihnen zeigen, dass sie recht hatten? Es liegt an dir. Die Globalisten sind so arrogant, dass sie ihren Plan kaum noch verbergen. Sie denken, dass er so schrecklich ist, dass wir sie einfach fortfahren lassen werden. Sind wir klug genug, um aus der Geschichte zu lernen? Regierungen sind der Hauptgrund für nicht natürlichen Tod in der gesamten Geschichte der Menschheit. Regierungen tendieren dazu, von Psychopathen übernommen zu werden, die völlig gewissenlos sind. Gute Menschen neigen dazu, nachzugeben und dem Psychopathen zu erlauben, zu tun, was immer diese wollen, einfach aus dem Grund, weil sie die Autorität sind.
Aber die technokratisch-eugenischen Gesellschaftsformer werden die Bevölkerung nicht nur langsam töten. Überall in der westlichen Welt, von Australien bis zu den USA, haben regierungsfinanzierte Labore Level 4 waffentaugliche Superbakterien erschaffen, die 90% der Säugetiere töten, die damit in Kontakt kommen. Das bedeutet 9 von 10 Menschen in ihrer Straße tot. Waffenfähiges, sich über die Luft verbreitendes Ebola, Mäusepocken, die für Menschen verändert werden können, waffenfähige Vogelgrippe, waffenfähiges H1N1. Unsere eigene Regierung grub tote Walfänger aus, die an der spanischen Grippe starben, welche mehr als 40 Millionen Menschen tötete. Ebenso gruben sie die ursprüngliche Pest aus und replizierten sie. Sie haben jede Krankheit, die je existiert hat, genommen und sie weiter verstärkt. Und heute bauen sie riesige Lager für diese Waffen im Namen der Abwehr gegen Biowaffen. Unter dem Bioschild-Programm lagern sie diese in Level 1, 2 und 3 Einrichtungen. Lassen Sie mich dies erklären. Ein Level 4 Biolabor sollte 3 Stockwerke unter der Erde liegen, Stacheldraht, Minenfelder und Maschinengewehre. Und ein System, bei dem, sollte das Bakterium entweichen, ein Hebel betätigt wird, ein Alarm ertönt und alles geht in Flammen auf. Aber stattdessen lagert die globale Elite diese Bakterien in Level 2 Einrichtungen, wie zum Beispiel in der Universität von Texas in Galveston, hinter einer Glastür, durch die man mit einer Magnetkarte tritt, in Petrischalen. Und sie tun dies, damit sie einmal, wenn sie es verbreiten, um die Bevölkerung zu dezimieren, behaupten können, es sei ein Unfall gewesen. Die größte Bedrohung, der wir uns gegenübersehen, ist die Tatsache, dass diese Eugeniker, die unsere Regierungen führen, buchstäblich hunderte Superwaffen produziert haben. Und sie warten nur, bis sie ihren Polizeistaat bereitstehen haben, um sie loszulassen. Es gibt zahllose weitere Beispiele von Waffenprogrammen der Regierung, die unseren Planeten gefährden. Sie kennen Atomwaffen. Sie kennen die Waffen, die alles Leben zerstören, aber die Gebäude stehen lassen, wie die Neutronenbombe. Aber es gibt auch rassenspezifische Waffen, über die zum Beispiel Dick Cheney in den PNAC-Dokumenten gesprochen hat. Waffen, die bestimmte Rassen töten und alle anderen am Leben lassen. Es wäre durchaus möglich, dass eine Waffe losgelassen wird, die alle Asiaten am Leben lässt, oder eine, bei der nur alle Nordeuropäer überleben würden. Oder eine Waffe, bei der alle Menschen mit semitischen Wurzeln überleben oder sterben. Diese Systeme wurden entwickelt und sie sind nachgewiesen. Aber gehen wir noch einmal zurück zu den Atomwaffen. Die Air Force hat zugegeben, dass sie Waffen entwickelt, wie zum Beispiel die Antimateriebombe, die den ganzen Planeten vernichten könnte. Und auch die Wissenschaftler von CERN haben gesagt, ja, es gibt eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass wir ein schwarzes Loch erschaffen, das die Erde zerstört, oder ein Partikel, das bis zur Mitte des Erdballs absinkt und die Erde implodieren lässt. Mein Problem ist, dass die Globalisten glauben, sie wären Gott, aber sie sind es nicht. Sie sind äußerst rücksichtslos und unverschämt. Und heute haben wir hunderte von Atommeilern auf der ganzen Welt, die älter als 40 Jahre sind, die buchstäblich verrotten. 9 von 10 Reaktoren haben ein Leck und es entweicht Strahlung. Und die Elite kümmert das einfach nicht. Ein gutes Beispiel hierfür sind die 1940er Jahre, als die erste Atombombe getestet wurde. Viele der Wissenschaftler glaubten, eine Atomexplosion könnte die Erdatmosphäre entzünden und die Bewohnbarkeit unseres Planeten zerstören. Gott sei Dank ist die Atmosphäre nicht in Flammen aufgegangen, aber der Punkt ist, dass sie den Test dennoch durchgeführt haben auf ihrem Streben nach gottgleicher Macht. Nun bin ich der Tod, der Zerstörer der Welt. Und sie selbst sagen, wir sind nun Shiva, der Zerstörer, wir sind Kali, der Gott des Todes, wir nehmen uns diese Macht, auch wenn sie uns vernichtet.
Einige Jahrzehnte später hat die USA mehr als 100 Atombomben in der oberen Atmosphäre und dem Van Allen-Strahlungsring getestet. Die Air Force wollte sehen, ob sie die Atmosphäre in die Luft jagen könne. Noch einmal, sie erzählen uns die ganze Zeit, wir sollten unsere Freiheit aufgeben, weil jemand eine Autobombe zünden könnte. Gleichzeitig zünden sie Atombomben in der oberen Atmosphäre, bei dem, so ihre eigenen Worte, Versuch, ein Loch in die Atmosphäre zu sprengen. Vor einigen Jahren habe ich den Direktor von HARP interviewt und er hat zugegeben, dass sie in der Lage sind, mit diesem System die Atmosphäre zu entzünden. Unser ganzer Planet ist zu einem riesigen Experimentierfeld für verrückte Wissenschaftler geworden. Diese Präsentation ist nur ein kleiner Auszug. Leider sind die Fakten unbestreitbar. Wir haben es mit wahnsinnigen Wissenschaftlern zu tun, die glauben, sie seien Übermenschen. Eine Rasse, die anders ist als die Menschheit und die Gott spielt. Ein Grund für ihre Überheblichkeit ist der Besitz von fortschrittlicher Technologie. Sie verbergen sie vor der Öffentlichkeit und glauben, sie könnten diese Systeme kontrollieren. Nichts davon ist neu. Welches System in der Vergangenheit sie auch betrachten, Eliten dachten, sie wären Gott und die Bevölkerung Abschaum. Und je länger eine Dynastie herrschte, desto dekadenter und wahnsinniger wurde sie. Desto mehr glaubte die Elite, sie sei unfehlbar und Gott. Und es ist dieselbe irrsinnige Hybris, die heute unsere Zivilisation gefährdet. Da sind all die elitären Familien, die sich nur untereinander fortpflanzen, mit ihren aggressiven Genen, ihren psychopathischen Genen, ihren soziopathischen Genen. Und dann kommen Philosophen und Wissenschaftler daher, wie Thomas Malthus vor etwa 200 Jahren in England, und behaupten, oh, lasst uns die Pest wiederbringen, lasst uns Krankheiten wiederbringen, lasst uns die Bevölkerung reduzieren. Und dann sehen wir alle anderen britischen Wissenschaftler und dann deutsche, russische und US-Wissenschaftler danach, auch Eugeniker, die sagen, Malthus hatte recht, befürworten wir die Pest, lasst uns die einfachen Leute töten. Und dann haben wir die inzestösen Eliten, die sagen, ihr habt recht, los, tun wir's. Und dann finden wir heraus, sie tun Dinge in unsere Impfstoffe, unsere Nahrung und unser Wasser. Sie erschaffen Trojanergene für unsere Nahrung, die zu Organausfall und Sterilität führen, und sie erkennen, dass ein Haufen von verrückten Psychos alles kontrolliert. Aber was noch verrückter ist, diese Psychopathen haben die Kontrolle verloren. Sie sind so arrogant und denken, sie seien unbesiegbar, dass sie tausende Labors unterhalten, in denen sie jede Pflanze mit jedem Tier, das sie sich vorstellen können, kreuzen. Affen, die 5 oder 6 Spezies in sich tragen, Fische, die beide Geschlechter tragen. Es ist einfach verrückt. Wenn wir das nicht umkehren, sehen wir uns einem Albtraum gegenüber. Gerade jetzt versuchen die Globalisten, den dritten Weltkrieg anzuzetteln. Sie finanzieren mit Milliarden von Dollar 30.000 Drohnen am Himmel über Amerika. Sie haben Gruppen zur Überwachung der Nachbarn, die ausspionieren sollen, welche politische Gesinnung die Nachbarn haben. Minute für Minute wird es verrückter. Lasst uns die Bill of Rights und die Verfassung zurückbringen. Lasst uns die Grundfreiheiten zurückbringen. Lasst uns die individuellen Rechte schützen. Lasst uns die globalistischen Herrscher unter Kontrolle bringen. Lasst uns aufzeigen, dass sie ein Haufen Irrer sind. Lasst uns aufhören, ihrer falschen Wall Street Hollywood Realität zu glauben. Erheben wir uns über ihre Kontrollpyramide und lasst uns erkennen, was sie wirklich ist. Sie können dieses System nicht mehr aus dem Inneren heraus bekämpfen. Sie müssen erkennen, dass dieses Kartenhaus bereits am Einstürzen ist und der einzige Weg, unsere Zivilisation, unsere Spezies und unsere Gesellschaft zu retten, ist zu erkennen, wie nah wir am Abgrund stehen. Alles, was ich für unsere Spezies will, ist ihr Fortbestehen. Alles, was ich will, ist Wohlstand für unsere Nachkommen, unsere Ur-Ur-Urenkel, dass sie in Frieden leben, dass sie das Universum erkunden und erfolgreich sind. Dass sie eines Tages zurückblicken auf die Herausforderungen und Mühen, durch die wir gegangen sind, als ein Beispiel für die Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen werden. Ich meine, das Maß an Korruption und absolutem Bösen, mit dem wir es zu tun haben, ist einfach nur lächerlich.
Wir stehen an einer Kreuzung, meine Freunde. Unsere Zukunft, unser Schicksal, unsere Existenz. Es liegt an dir.